Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder nach langer Zeit zurück zu einer weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit Fortuna Düsseldorf. So, und ja, ihr seht hier, wir spielen als nächstes gegen Blackburn und ja, wir schauen uns deswegen einmal schnell die Tabelle an, denn ich war jetzt auch lange nicht mehr drin, deswegen muss ich mich selber erstmal wieder so ein bisschen finden. Und ja, es ist ein wichtiges Spiel, wir haben 2 Punkte, Blackburn hat 4 Punkte. Und ja, die anderen beiden haben 2 und 1 Punkte. Das heißt, wenn da jemand gewinnt, zieht er an uns vorbei. Wenn die unentschieden spielen, ziehen die an uns vorbei. Und wenn der andere gewinnt, ziehen die auch an uns vorbei. Das heißt, wir müssen gegen Blackburn gewinnen. Deswegen spiele ich das Ganze mal. Und ich war ja lange nicht mehr in der Karriere aktiv. Deswegen schaue ich mich jetzt einmal nochmal schnell um, was wir hier so ganz Gutes machen können. Ob wir hier vielleicht ein paar interessante Sachen haben, die wir so ein bisschen wechseln können. Wir haben hier in der Verteidigung Botzek und Hagui. Botzek ist schon ziemlich alt, ich weiß nicht, nee, Hagui ist schon ziemlich alt, aber ich lasse die erstmal auf jeden Fall drin. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Dann haben wir da auf jeden Fall noch Bolli, der auf jeden Fall richtig viel Tempo hat und unsere beiden Tore bisher geschossen hat, auf jeden Fall Hut ab dafür. Und ja, das sind erstmal so die wichtigsten Sachen. Bolli will ich auf jeden Fall auch behalten und dann haben wir hier unsere Transfers. Wir wollen ja auch ein paar Spieler verpflichten, da haben wir hier einmal im offensiven Mittelfeld ein richtig cooles Talent, was ich auch bei meiner HSV-Karriere habe und der ist echt phänomenal, den würde ich so mega gerne verpflichten. Ihr seht auch schon, zeigt großes Potenzial, ich weiß allerdings nicht, wie teuer der sein wird. Zur Not irgendwie leihen, irgendwie werden wir es schon hinkriegen, dass wir den eine Zeit lang bei uns in den Reihen haben und der ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Ballverteiler. Dann kann ich irgendwie dem hierbei ein bisschen weiter zurückziehen und da vorne dann ihn hinsetzen. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut klappen und das versuche ich auf jeden Fall umzusetzen. Und dann haben wir hier noch einen Torwart, den ich gerne als zweiten Keeper irgendwie verpflichten würde, da wir ja uns dazu entschieden hatten, dass wir hier Rensing verkaufen wollen. Der ist 31 Jahre alt, Unterstall ist nicht viel schlechter und holen wir uns noch so einen zwischen Unterstall und Wiesner dazu und dann würde das einigermaßen passen, denke ich mal. So, das sind auf jeden Fall die Sachen. Dann können wir noch einmal schnell auf die Wunschliste schauen. Die Wunschliste, da haben wir auch ein paar Spieler hier drin. Fangen wir am besten mal an. Hier rechter Verteidiger, Ashton Götz vom HSV. Dann haben wir Marian Saar. Die habt ihr mir, glaube ich, alle in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, bisher ist noch keiner dabei, der von mir auskommt. Manuel Lanzini, den habe ich auch in meiner HSV-Karriere beobachtet. Da sage ich jetzt schon mal, der wird wahrscheinlich unbezahlbar für uns sein. Da muss ich nicht mehr viel drauf eingehen, glaube ich mal. Und dann haben wir hier auf jeden Fall ein paar ganz interessante Spieler dabei. Esswein weiß ich auch nicht, ob der bezahlbar für uns sein wird. Wir haben bisher nur 2 Millionen, aber wir wollen das natürlich noch ein wenig aufstocken und deswegen gehen wir jetzt in das Spiel gegen Blackburn Rovers. Ja, wir spielen heim, das ist schon mal etwas Gutes, sag ich mal. Wir spielen einfach mal mit unseren Heimtrikots auch. Die Auswärtstrikots passen mal gar nicht, dann gehen wir auch mit den Heimtrikots von Blackburn ran. Heiter, ich will eigentlich immer darauf achten, dass es nicht schneit oder dieses Schneegestöber, weil das ist echt eine richtig, richtig ätzende Sache. Und da versuche ich halt so ein bisschen drauf aufzupassen, sonst dürfte das mit dem Wetter eigentlich immer ganz gut sein. Ich nehme jetzt gerade hier zwischen den Bundesliga-Nachmittagspartien am Samstag auf, also Bayern München hat gerade 4-0 gewonnen und das Ganze, und zwischen dem Spiel in Darmstadt gegen den Hamburger SV, denn ich bin ja HSV-Fan und deswegen will ich das auf jeden Fall auch schauen und dazwischen ist jetzt gerade diese Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich hier 1 oder 2 Aufnahmen hinkriegen werde. Wir müssen einfach mal schauen, aber den Ball haben wir schon mal hier bekommen. So, es geht los ins Spiel Düsseldorf gegen Blackburn Rovers. Deutschland gegen England. Wer wird sich da entscheiden? European International Cup. Und ja, dann geht das hier auch schon direkt los. Wir spielen in Anfield. Spielen wir nicht eigentlich in der Esprit Arena oder ist das so ein Turnier, wo alle in der gleichen alle im gleichen Stadion spielen? Anscheinend schon, denn bringt das mir ja gar nichts, ob ich heimspiele oder nicht. Ich gehe einfach erstmal auf Defensiv und ich würde hier gerne noch ein paar Einstellungen machen. Aber das ist gerade zur Zeit ein wenig schwierig, sage ich mal. So, wir dürfen ihn da nicht vorbeikommen lassen, haben wir ganz gut hinbekommen. Und dann können wir hier vielleicht mal so ein wenig uns an die Einstellungen ranwagen. Und dann kommen wir direkt mal schon mit dem ersten Angriff. Wir kommen hier mit dem ersten Angriff. Der Ball kommt auch ganz gut durch. Wir müssen jetzt irgendwie uns einmal drehen. Aber das hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns das erwünscht haben. Allerdings haben wir jetzt den Ball wieder. Und den schicken wir jetzt durch. Und da ist Elfmeter. Elfmeter. Da ist der Elfmeter. 7. Minute. Elfmeter für Fortuna Düsseldorf. So, und den müssen wir natürlich dann direkt verwandeln. Ich weiß nicht, wer unser bester Elfmeterschütze ist. Da müssen wir am besten direkt einmal durchschauen, so ein bisschen. Jakunan, der hat natürlich viel Erfahrung, der wird wahrscheinlich nicht schlecht sein. Sararea ist noch ein Tickchen besser, Bellinghausen auch. Und da haben wir unseren besten. Und zwar ist das Schauerte, der wird unseren Elfmeter hier treten. Und vielleicht gehen wir jetzt mit 1:0 in Führung. Schauerte macht das ganz souverän. Und wir führen hier 1:0 in der 9. Minute. Das ist doch schon mal ein exzellenter
Einstand. Dann können wir gleich mal so ein bisschen für die Kamera posen hier. Ich weiß zwar nicht, ob ich da gerade irgendwas gedrückt habe, aber anscheinend mag er diesen Jubel sehr gerne. So, wir gehen auf jeden Fall mit 1:0 in Führung. Das ist doch schon mal ein perfekter Start. Erstes Tor für Schauerte. So, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie nicht direkt den Anschlusstreffer erzielen, denn da sind wir so ein bisschen anfällig in den letzten Spielen geworden, dass wir da öfter mal direkt den Anschlusstreffer kassiert haben. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall so ein bisschen versuchen zu verhindern. Aber ich denke mal, das wird uns vielleicht ganz gut gelingen. So, wenn ich da jetzt gerade mal so ein bisschen Formation reinkriege in meine Abwehr, was wir gerade nicht hinkriegen. Aber jetzt haben wir den Ball. Jetzt haben wir den Ball erstmal. Jetzt haben wir den Ball und jetzt können wir hier wieder kontern. Wir können hier erneut kontern. So, wir bringen den Ball mal nach ganz außen einmal rüber auf Didier Jakonan, der sich da allerdings nicht ganz so durchsetzen konnte. Ich konnte ihn auch nirgendwo hinspielen, da war niemand irgendwie mitgelaufen oder ähnliches, aber wir versuchen sie einfach mal unter Druck zu setzen, weil die waren gerade eben schon ein wenig anfällig, sag ich mal. Es ist eine ziemlich anfällige Mannschaft bisher, sie haben zumindest ziemlich viel Fehler gezeigt und da haben wir schon wieder einen Fehler provoziert, Und jetzt aber mal auf Didier Jakonan, mit dem Pass da in die Mitte und da ist das nicht das 2:0. Ideal gespielt, also so muss das hier weiterlaufen, auch in der Bundesliga nachher, also in der zweiten Bundesliga. Weil das läuft gerade echt ganz gut, muss ich sagen. Es läuft gerade so, wie wir es haben wollen. Da kommt er nicht durch. Schade. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass die Blackburner da nicht kontern können. Aber den haben wir jetzt. Schön geholt. Und jetzt sind wir direkt wieder am Ball. Und da schicken wir Sararea. Sararea mit dem Schuss und gehalten ist. Der Ball ist aber noch im Spiel. Und da haben wir nicht gefoult. Und jetzt kommen wir nicht rein. Aber ich würde sagen, es läuft besser als in den sonstigen Partien. Also wir haben hier auf jeden Fall mehr Drang zum Tor als sonst. Es läuft meiner Meinung nach ganz gut bisher für Düsseldorf. Also wir können auf jeden Fall mit der Führung zufrieden sein. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass sie derzeit auf jeden Fall eine verdiente Sache ist. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die da jetzt nicht hier durchkommen und gleich das 1:1 machen. Und da sind sie gut durch. Und was mache ich da? Ich habe eigentlich umgeschaltet und sehe dann, dass ich noch auf dem anderen Spieler bin. Ich habe schon gar nicht mehr auf den geachtet. Oh, das ist ätzend. Ich war schon am nächsten Spieler und jetzt können wir natürlich das 1:1 kassieren. Michael Rensing gegen Rhodes. Wir springen einfach mal in die gleiche Ecke, wie wir vorhin geschossen haben. Das ist das 1:1. Ärgerlich, denn Blackburn hatte bis jetzt kein Hauch einer Chance und es steht jetzt hier 1:1. Ätzend. Da müssen wir jetzt versuchen, mehr rauszumachen, weil es kann nicht sein, dass wir da direkt das Gegentor kassieren. Ich habe echt gedacht, dass ich schon ein weitergeschaltet bin, wollte dann so ein bisschen in die Schutzrichtung grätschen, dass er nicht direkt aufs Tor schießen kann. Aber anscheinend war ich so ein bisschen zu langsam mit den anderen Tasten. Aber na gut, es ist noch genügend Zeit. Wir können hier auf jeden Fall noch was ändern. Und das werden wir auch versuchen. Wir werden es mit aller Kraft hier versuchen. So, da gehen wir schon mal vorbei. Da haben wir den Ball. Den legen wir jetzt nochmal rüber. Oh, das war schlecht gespielt. Das war richtig, richtig schlecht gespielt. Das ist so ein Drehungsproblem, habe ich das Gefühl. Das ist richtig, richtig schwer, bei FIFA irgendwas aus der Drehung zu reißen. Ich glaube, das ist sogar unmöglich in dieser Spielerklasse, wo wir jetzt derzeit stehen. Aber naja, müssen wir uns dran gewöhnen. Und dann sollten wir es auch hinkriegen. So, wir dürfen die jetzt nicht schon direkt wieder durchkommen lassen. Wir müssen da versuchen, spiele ich mit Druck oder spiele ich mit Konter? Ich spiele jetzt einfach mal mit Druck, weil so offensiv sind die jetzt auch nicht ausgerichtet und da müssen wir nicht unbedingt auf Konter spielen. Die sind nicht unbedingt die überlegene Mannschaft. Also wir können da schon das Spiel so ein bisschen in unsere Hand nehmen, hoffe ich mal. Wenn da nicht so solche Fehler passieren. Solche Fehler dürfen dann überhaupt nicht passieren. So, dann müssen wir jetzt aufpassen. Können wir klären. Gar nicht Ecke. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir da dran waren. So schlecht, wie dieser Abschluss war. Allerdings war es nicht der Fall. So, dann können wir jetzt hier vielleicht den Angriff starten. So, hier kurz einen Doppelpass spielen vielleicht irgendwie. So, dann können wir nochmal zurück in die Spitze. Und da muss die Annahme kommen. Den hast du noch. Spielen rüber. Ah, schade. Es war knapp. Es war wieder eine knappe Situation. Wir sind schon fast erneut durchgekommen. Da können wir den jetzt kriegen. Nein, können wir nicht. Da haben wir uns ein wenig verschaut. So. Und jetzt nicht zu weit rausrücken. Geht da wieder hinten rein. Ich will mit meinen Offensivkräften hier so ein bisschen auch verteidigen. Die Offensivspieler, also die Angreifer, die Stürmer, sind die ersten Verteidiger. Und da müssen wir uns auch so ein bisschen dran halten, weil sonst sind wir hinten immer so ein wenig zu offen. Ich bin auch nicht ganz so zufrieden mit der Formation, glaube ich. Da muss ich nochmal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas noch ändern wollen. So, denn mir
kriegt da Blackburn derzeit noch so ein bisschen zu viele Angriffe, bin ich ganz ehrlich. Also, die kriegen zwar nicht so hundertprozentige Chancen, aber sie spielen sich schon das ein oder andere Mal ganz gut durch meine Verteidiger durch. Und da war überhaupt kein Foul eigentlich. Der kann sich nicht in Luft auflösen, da kann man nichts machen. Jetzt kriegen sie hier eine gute Freistoßsituation. Wenn der jetzt eine gute Flanke schlägt, dann könnte es da auf jeden Fall klingeln. Und gutes Auge von Rensing. Der beweist, dass er ein gutes Auge hat. Und jetzt versuchen wir hier einen Angriff zu starten. Oh mein Gott, was war das? Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte überhaupt nicht passieren dürfen. So, den Ball jetzt wegkriegen. Den Ball jetzt irgendwie klären, oh mein Gott. Ui, das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. Da müssen wir besser aufpassen. Es steht im anderen Spiel. Millwall auch 1-1. Das heißt, derzeit sind wir noch weiter. Aber sobald da irgendein Tor passiert, sind wir direkt draußen. Das wollen wir natürlich so ein bisschen verhindern. Und deswegen wollen wir versuchen, hier auch mit einem Sieg rauszugehen. Da versuche ich einfach mal mein Bestes. Ah, shit. Viel zu weit vorgelegt von Bolly. Jetzt aufpassen. Nicht euch selbst in den Weg stellen. So, komm hier, Druck. Oh, schade, hätten wir bekommen können. So, Jakonan, du bist der erste Verteidiger. Und du holst den. Nee, holst du nicht. Doch, du holst ihn. So, den Ball haben wir nicht mehr. Oh, Manno. Der hätte direkt nicht auf Jakonan sollen, sondern direkt vorne auf Koch. Allerdings hat das nicht ganz so geklappt. Nee, jetzt haben wir hier hinten so ein bisschen Freiraum. Wir müssen den irgendwie versuchen zu kriegen und wir kriegen ihn nicht. Wir kriegen ihn jetzt aber. Nein, er kommt da schon wieder durch. Er kommt da erneut durch. Dann müssen wir aufpassen, dass er die Flanke nicht gut bringen kann. Und das kriegt er nicht hin. Und jetzt den Konter starten. Zararea, der kriegt den Ball nicht. Mano. Nein, faul. Foul von hinten die Beine, dass wir keine gelbe Karte kriegen. Habe ich eigentlich erwartet. Allerdings bin ich so auch zufrieden. So, jetzt aufpassen, dass die da keinen gefährlichen Freistoß machen. Die legen den quer. Torwart und Rensing. Erneut mit einem exzellenten Auge. Das kann ich nur wiederholen, weil Rensing bisher mit seinen Augen da echt ganz gut spielt. Ich hoffe nicht, dass da noch irgendein Fehler passiert. Weil das könnte auch ganz schnell mal passieren, wenn man da so genau aufs Auge setzt. Und ja, die Annahmen müssen besser sein. Damit wir da irgendwas machen können. So. Der Ball geht nach außen. Da haben wir niemanden, der da Druck macht irgendwie. Da haben wir jetzt eine Chance. Da hätten wir jetzt kurz eine Chance gehabt, den Ball zu kriegen. Aber irgendwie schafft das Blackburn immer noch, sich da ganz gut zu befreien. So, den Ball haben wir jetzt erstmal sicher. Jetzt mal einen ordentlichen Angriff starten. Einmal hier so ein bisschen anständig rausspielen. So, den Ball haben wir da jetzt schon mal vorbei bekommen. Bolly ist schnell. Der ist schnell. Foul. Kein Foul? Also, da hätte ich wetten können, dass es ein Foul war. Da hätte ich echt gewettet, dass... Was bitte, Schiri? Was war denn da jetzt los? Das habe ich ja gar nicht verstanden. Da war für mich kein Freistoß in irgendeiner Weise, aber anscheinend hat der Schiedsrichter da ein bisschen was anders gesehen. So, jetzt die rechte Seite ist ein wenig frei. Da haben wir Bolly. Bolly ist schnell. Bolly kann da mal versuchen vorbeizuziehen und da gibt es einen Foul. Und da gehen wir auch direkt mal ins Wechselmenü, weil wir dann vielleicht ein paar Wechsel vollziehen können. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier reinbringen soll. Verdünen. Oder lieber hier unseren anderen hier, unseren Poyan Palo. Aber ich glaube, ich bringe einfach mal Van Dünen rein und der kommt. Kommt er für Jakonan? Oder kommt er für Zararea? Oder kommt er sogar für... Ich bringe ihn für Jakonan. Komm, ich bringe ihn für Jakonan. Und dann hoffen wir mal, dass der vielleicht für ein Tor ganz gut sein kann. Ich hoffe es mal. So, jetzt hier direkt kurz. Dann sollst du direkt da starten. Du sollst starten. Mann. Schauerte. So, einmal nochmal zurück. Oh mein Gott. Fehler im ziemlich defensiven Spiel, sag ich mal. Da fällt mir das Wort nicht ein. Im ziemlich hoch aufgestellten Spiel. So, jetzt, das ist ein einigermaßen gutes Wort dafür. Wir standen ziemlich hoch. So, das ist, ohne Spiel passt es aber einiges besser. Wir standen ziemlich hoch und verlieren dann den Ball da unglücklich. So, jetzt aufpassen, dass die da nicht durchkommen. Gut gehalten von Rensing. Jetzt den Ball schnell hier bringen auf Schmitz und der könnte dann vielleicht mal abgehen wie Schmitz Katze. Nein. Mann, Bellinghausen. Raphael Bellinghausen, genau. So. Bellinghausen auf jeden Fall. So. Bringen wir den Ball hier einmal rüber. Jetzt außen Bolly, der da so ein bisschen Platz hat und vielleicht jetzt mal in die Mitte sogar ziehen kann. Bolly mit dem Pass in die Spitze. Gehen wir nochmal zurück und jetzt muss das eigentlich das 2-1 sein, aber kläglich gescheitert am Keeper. Richtig gute Parade, muss man dazu sagen.
Schade, schade, schade. Das hätte das 2-1 sein müssen. So, den Ball jetzt erstmal hier so ein bisschen sichern. Direkt nochmal zurück, weil wir da außen vielleicht wieder ein bisschen Platz haben über Bolli, der da echt manchmal die Gegner ganz, die Mitspieler ganz gut einsetzen kann. Jetzt wieder Bolli, exzellenter Pass und der Ball ist wieder nicht drin. Der Ball zappelt wieder nicht in den Maschen. Aber Bolli, der zeigt ja, dass er nächste Saison wirklich einer der wichtigsten Stammspieler sein wird. Also der zeigt ja echt, dass er was kann. Aber das Tor, das fehlt immer noch so ein bisschen. Wieder Bolli. Bolli geht da am Spieler nicht vorbei, schade. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die nicht kontern, weil sonst wäre das hier richtig gefährlich. So, direkt in die Spitze mal. Jetzt hier, Van Dün, der schickt da durch und ich dachte eigentlich, dass dem hier beider den Weg nach außen sucht. Allerdings sucht er so ein bisschen in die Mitte. Damit habe ich nicht gerechnet und deswegen haben wir den Ball da direkt wieder verloren. Aber wir haben ihn auch schon wieder. So schnell wie wir die Bälle verlieren, so schnell kriegen wir sie auch derzeit zurück. Jetzt aber hier, Bolli. Oh, da verliert den Ball schon wieder. Gerade zur Zeit ist er ein wenig unsicher, aber wir haben auf jeden Fall das Spiel um einiges mehr in der Hand als Blackburn da, weil die kriegen gerade zur Zeit nach vorne überhaupt nichts mehr hin. Die kriegen echt überhaupt nichts mehr hin. Den Ball kriegen wir jetzt erneut wieder. Direkt ins Aus. Direkt super verteidigt, super unter Druck gesetzt. So möchte ich das sehen. So möchte ich das sehen und nicht anders. So, den Ball in die Spitze einmal. Dann da hinten auf Bolli einmal. So, und der könnte da jetzt mal vorbeigehen. Geh da mal vorbei. Nee, will er nicht. Der will da nicht richtig anziehen. Aber dem hierbei startet und jetzt in die Lücke. Schade. Es sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie fehlt der letzte Pass da so ein wenig in die Spitze. Letzte Pass, der kommt immer nicht an. Der letzte Pass ist ungenau. Aber jetzt. Und der Ball ist schon wieder der letzte Pass nicht. Anstatt er den ein wenig weiter nach außen spielt, aber das ist schon wieder so ein bisschen zu viel Kompetenz für den Spieler. Mann, oh Mann, der musste da ankommen, ganz ehrlich, da war so viel Platz, es war so gut gestört und der Ball kommt da nicht an, das ist ärgerlich, das ist richtig, richtig ärgerlich. Und wenn wir deswegen jetzt nicht weiterkommen hier, dann ist das noch mehr als ärgerlich, sage ich ganz ehrlich. So, den Ball jetzt noch, vielleicht noch einmal eine letzte Chance hier über Schmitz. Schmitz wartet, dass er da mitläuft, Schmitz auf Bellinghausen. Bellinghausen nochmal zurück auf Koch auf dem hierbei. Dem hierbei versucht er jetzt mal so ein bisschen in die Mitte zu gehen. Wieder zurück auf Koch mit dem Abschluss und Koch knapp am Tor vorbei. Und damit ist das Spiel vorbei. Wir hatten nochmal eine richtig gute Chance. Ich hoffe jetzt, dass wir weiterkommen. Dafür müssen die anderen unentschieden gespielt haben. Sonst sind wir draußen. Wir können nur hoffen. Was anderes können wir gerade zwar nicht machen. Und wir sind draußen. Wir sind leider draußen mit diesem Unentschieden gegen den Tabellenführer. Was ein bisschen schade ist, weil wir da durchaus mehr rausholen hätten können. Und ja, jetzt kommen hier die ersten Scouting-Berichte. Dann haben wir hier 730 Transferbudget obendrauf. Ja, wir haben es leider nicht weiter geschafft. Das ist ein bisschen schade. Und ja, hier haben wir unsere Torhüter. So, dann haben wir einmal hier Sven Ulreich, Husic und dann haben wir hier noch Gersbeck. Ich würde mal sagen, Gersbeck hat zwar 5 mehr. Oh, warte kurz, ich gucke nochmal kurz. Gersbeck hat 5 mehr. Ich würde einfach mal sagen, wir entscheiden uns hier auf Ralf Husic. Ich sage immer Ralf, obwohl er Ralf heißt. Ralf Husic. Und den kaufen wir. Wir machen einfach mal eine Leihe mit Kaufoption. Das ist, glaube ich, das Beste. Wir machen einfach mal ein Jahr oder 2 Jahre Leihe mit anschließendem Kauf. Oh, nicht im Millionenbereich. Ich will einfach mal eine anschließende Ablöse von 500.000. Ich hoffe mal, dass damit Werder Bremen einigermaßen leben können. So lange ist er ja auch noch nicht bei Werder Bremen. War davor ja bei Bayern München in der Jugend unter Vertrag. Und ja, das ist jetzt erstmal das Erste. Die können wir jetzt alle rausschmeißen. Was ist das für einer? Das ist auch ein Torwart. Okay, wir schmeißen die hier jetzt erstmal raus. Wir fokussieren uns da einfach mal voll auf Husic. Gucken hier mal, ob wir jemand anderen schon durchgescoutet haben. Das sieht nicht so aus. 8 Tage müssen wir da noch warten. Bis dahin haben wir wahrscheinlich auch kein einziges Spiel. Training können wir durchführen. Das werden wir direkt mal machen. Ich guck mal kurz, ob wir da vielleicht irgendeinen interessanteren reinbringen können. Was ist er denn für eine Position hier? Das will ich nicht, ich will kein Internet haben. Ich möchte ganz gerne, dass wir irgendwie früher oder später da auch irgendwie was mit Bolli machen. Ich weiß nicht, wie alt er ganz genau ist, aber der könnte auf jeden Fall noch richtig, richtig wichtig für unsere Mannschaft werden. Deswegen würde ich ganz gerne mit dem vielleicht noch das ein oder andere machen. Müssen wir mal sehen, wen wir da vielleicht jetzt bald mal so ein bisschen durchwechseln, aber naja, das können wir später machen. So, die Tabelle. Wir sehen hier gerade, wer da so in der Liga ist. Das wisst ihr natürlich alle selber. Wir sind hier in der Liga mit unter anderem Kaiserslautern, St. Pauli, Bielefeld auch wieder mit dabei, Karlsruhe, die den Aufstieg knapp verpasst haben, Leipzig, Paderborn, 1860, Bochum, Fürth,
Und ja, ich will jetzt erstmal mich so ein bisschen um die Transfers kümmern in dieser Aufnahme noch. Das ist jetzt, glaube ich, doch die einzige Aufnahme, die ich mache, da sie doch ein bisschen länger geht, als ich gedacht habe. Ja, wir haben so ein paar Neuigkeiten aus Deutschland. Bremen antwortet auf das Leihangebot. Das ist jetzt erstmal wichtig. Ich hoffe, dass sie es annehmen. Sie werden wahrscheinlich noch ein wenig überlegen, oder? Ja, sie überlegen noch ein wenig. Alles klar, sie melden sich in Kürze wieder. Dann haben wir hier den Abschlussbericht zu Marian Saar. 67er Wertung, 1,3 Millionen ist das schon, kostet das schon. Das ist schon ziemlich teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich merke, dass wir nur ein Budget von 1, etwas haben. So, 650, der gefällt mir allerdings nicht ganz so gut, da ist mir ein Saar so ein bisschen wichtiger. Dann haben wir noch Grimaldo, den wir uns wahrscheinlich schon nicht mehr leisten können. Grimaldo, Linksverteidiger. Mich interessiert echt, was er für ein Wert, was für ein Rating er hat. Das ist echt wichtig. Neue Spieler aus Deutschland. So, allerdings, da, hier sind die, die nicht beobachtet werden. Dann haben wir hier einmal Yamak und Mesenhöhler. Die können wir einfach mal beobachten. Vielleicht ist da noch der ein oder andere bei, wenn wir Husic nicht kriegen sollten. Aber ich denke einfach mal, so wie es derzeit aussieht, sollten wir ihn eigentlich kriegen. So, dann haben wir hier Eswein, der immer noch nicht ganz durch ist. 2,7er Wert, sagte ich ja, dass es wahrscheinlich nichts Gutes wird. Den will ich hier nicht scouten unbedingt. Ich will da schon so ein bisschen interessantere Spieler haben. Der ist zum Beispiel schon ein bisschen interessanter, finde ich. Den werde ich einfach mal beobachten. Ist auch auf der Leihliste. Vielleicht können wir den einen oder anderen Spieler auch leihen. Dann haben wir hier noch Icy Jack von Werder Bremen. Sieht auch nicht schlecht aus. Beobachten wir auch einfach mal. Husic haben wir schon unten drin. Dann hier Philippe Clement. Ich weiß nicht, ob das ein Franzose ist. Nee, Deutscher, Deutscher. Philipp Clement. Ich bitte um Verzeihung. So, den beobachten wir auch mal, weil wir brauchen noch irgendeinen zentral offensiven Mittelfeldspieler. Den können wir auch beobachten. Da sind ein paar interessante bei. Rechtsverteidiger. Wollte ich einen Rechtsverteidiger haben? Ich weiß es nicht hundertprozentig. So, den beobachte ich. Ich beobachte jetzt eigentlich alle, denke ich mal. Alle, die jetzt hier noch drin sind, sollte ich beobachten, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Ja, ich beobachte jetzt alle. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Grimaldo, Rechtsverteidiger. Linksverteidiger ist Grimaldo. Linksverteidiger. Ich schaue mal kurz in die Mannschaft rein. Da brauchen wir keinen Grimaldo unbedingt. Da brauchen wir echt keinen Grimaldo. Ich würde mich unbedingt in der Defensive noch ein bisschen verstärken. Offensiv geht's auch. Vielleicht über die Außen noch den einen oder anderen Spieler. Da haben wir jetzt auch nicht so viel. Wir haben hier noch Bebu. Wie alt ist der? 21. Der könnte auf jeden Fall was richtig Interessantes werden. Wenn ich den, der sieht schnell aus. Der sieht schnell aus. 82er. Oh, das ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Wenn ich den, ich könnte vielleicht mal was versuchen, wenn ich ihn mit Bebu in den Sturm stelle. Weil die können auf jeden Fall Sturm spielen. Sararea kann auch rechtes Mittelfeld spielen. Bellinghausen bleibt denn da. Wenn ich das mal so versuche, ich versuche das nächste Spiel einfach mal so, weil die haben auf jeden Fall schön viel Tempo im Sturm und vielleicht könnte das ziemlich effektiv sein, mit den beiden da vorne in der zweiten Liga so ein bisschen zu rocken. Wenn das klappen sollte, müssen wir einfach mal gucken. Ich lasse es erstmal so drin und dann gucken wir mal, was für Spieler wir so verpflichten können. Eine wichtige Verpflichtung ist auf jeden Fall ein Torwart, wenn wir Rensing verkaufen sollten. Wenn wir Rensing verkaufen sollten, haben wir nämlich so ein bisschen mehr Transferbudget und das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann würde ich ganz gerne so einen Husic dabei haben. Und wenn wir den leihen können und dafür nichts... wir haben uns jetzt entschieden... Nice! Husic haben wir mit 500.000 künftige Ablöse. Können wir auf jeden Fall von einem gelungenen Transfer reden, weil in 2 Jahren ist Husic schon der King, das sage ich euch. Also der ist auf jeden Fall ein gelungener Transfer. Ich würde jetzt einfach mal noch sagen, rechts Mittelfeld. Ich sehe da doch hinter die Position. Ich sehe da hinter die Position und überlege hier die ganze Zeit, was für Positionen die sind. Ich nehme einfach mal dem hierbei raus und dafür kommt Flügelspieler, ja. Bolli mit rein. Der könnte sich auf jeden Fall auch noch entwickeln, auch wenn es hier nicht steht. Denke ich mal, dass er sich noch ganz okay entwickeln wird. So, wir machen einfach mal alles simulieren. Und dann schauen wir, wie sich der ein oder andere hier so entwickelt hat. Guck, eine A-Bewertung ist doch ideal. Eine A-Bewertung ist ideal, hat hier das Training am besten abgeschlossen. Das freut mich doch. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war es jetzt mit dieser ersten Folge. Oder mit der, ich glaube, es ist die dritte Folge insgesamt von Fortuna Düsseldorf. Aber mit dieser ersten Folge nach langer Zeit wieder. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt mir natürlich auch immer konstruktives Feedback in die Kommentare schreiben, freue ich mich auch riesig drüber. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein.